Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und heute, nach langer Zeit, möchte ich endlich mal wieder die 5 Minuten Raw Challenge auspacken. Ich habe dieses Format vor, keine Ahnung, 2, 3 Jahren das erste Mal gemacht. Und ja, derzeit immer mal wieder, aber irgendwie in den letzten Monaten nicht mehr. Und deswegen, ihr habt mir ja wieder zahlreiche RAW-Dateien zugeschickt. Das könnt ihr auch gerne weiterhin tun. Alles, was ihr dazu wissen müsst, steht nochmal unten in der Videobeschreibung. Aber ansonsten würde ich sagen, bearbeiten wir heute mal wieder 2 RAW-Dateien von euch. Nur in Lightroom. Und ich habe jeweils nur 5 Minuten Zeit. Das sind so die Vorgaben. Und natürlich auch noch kurzer Disclaimer. Das Ganze nicht immer allzu ernst nehmen, denn natürlich braucht man manchmal länger als 5 Minuten für eine vernünftige Bildbearbeitung. Aber das ist so ein kleiner Entertainment-Faktor noch mit dabei. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß damit. Und ich würde sagen, los geht's. Lightroom ist geöffnet. Und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt mit den 5 Minuten starten. Sehr, sehr schönes Bild hier an dieser Stelle. Und ich würde sagen, da können wir auf jeden Fall noch eine Menge rausholen. Also, 5 Minuten auf die Uhr und los geht's. Das Erste, was ich glaube, ich machen würde, dass ich hier die Tiefen noch ein bisschen auffälle. Weil ich glaube, ich will dieses ganze Bild relativ hell gestalten. Deswegen werde ich jetzt auch mal die Belichtung noch ein Stück weiter nach oben setzen. Ja, irgendwie, auch wenn es hinten jetzt schon so ein bisschen ausgebrannt ist, aber irgendwie passt es hier ganz gut. Ich werde auch die Lichter noch ein bisschen anheben. Perfekt. So gefällt mir das gut. Und dann werde ich tatsächlich auch die Farbtemperatur noch ein bisschen wärmer machen. Also das Ganze soll so ein schöner sonniger Tag sein quasi. Die Tonung könnte man vielleicht noch ein Stück weiter runternehmen. Ja. So. Und wenn ich sage ein sonniger Tag, dann müssen wir im Prinzip, oder dann würde ich im Prinzip auch die Klarheit ins Negative ziehen. Das habe ich ja schon öfter gemacht. Würde ich jetzt auch hier wieder machen. Minus 20. Ja, dass wir hier so einen schönen weichen Hintergrund, so einen soften Hintergrund haben, wenn wir hier so ein bisschen Gegenlichtsituation haben. Vielleicht nehmen wir auch die Struktur ein bisschen zurück. Vielleicht packen wir die auch so ein bisschen zurück. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, dass wir jetzt hier auch im Hintergrund das Ganze, ja, ein bisschen softer gemacht haben. Ich glaube, wir können insgesamt ein bisschen Sättigung mit dazugeben noch. Ja, schau mal, das sieht doch eigentlich ziemlich gut aus. Da kommt jetzt von dem Hintergrund hier schön die Sonne rein. Dann gehen wir als nächstes mal in die HSL Farbtabelle rein. Da würde ich auch noch ein bisschen Sättigung hier reingeben für die Gelb-, Orange- und Rottöne. Und vielleicht die Farbigkeit noch so ein kleines bisschen verändern hier. So, das Gelb ein bisschen weiter Richtung Orange. Ja, ich muss sagen, so gefällt mir das schon echt gut. Ich würde als nächstes hier mal einen Radialfilter nehmen, den ich dann so ein bisschen noch, ja, heller muss er gar nicht so viel sein. Jetzt ziehe ich den hier mal auf, pack den hier nochmal drüber, mache das Ganze hinten noch ein bisschen weicher, bisschen Kontrast raus, bisschen Dunst entfernen nochmal ins Negative. Und ja, vielleicht geben wir dem Ganzen sogar ein bisschen Farbe, so ein kleines bisschen. Ja, machen wir es hier ruhig so ein bisschen gelblicher noch. Dann können wir hier die Sonne noch ein bisschen mehr imitieren quasi. Und dann schieben wir den hier noch so ein bisschen rüber. Perfekt. Das gefällt mir gut. So 2,5 Minuten sind schon wieder um. Das geht immer so unglaublich schnell. Ich werde auf jeden Fall das Bild noch schärfen. Den Radius ein kleines bisschen runterstellen, damit wir die Schärfe ein bisschen feiner bekommen. Und mit gedrückter Options- oder Alt-Taste können wir das Ganze dann entsprechend hier noch wieder rausbekommen. Ich will also wirklich nur den Hintergrund hier so ein bisschen schärfen und vor allem hier im Vordergrund den Steg. Und den Steg, den möchte ich auch nochmal so ein bisschen extra betonen, deswegen kriegt der jetzt auch nochmal einen Pinsel. Da kommt ein bisschen mehr Kontrast drauf, da können wir auch nochmal ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen mehr Struktur reinbringen. Und ich habe jetzt hier auch mal automatisch Maskieren angewählt, das heißt, wir malen jetzt hier wirklich dann auch nur über den Steg drüber. Und jetzt schau mal, jetzt können wir hier nämlich das, was wir aus dem Bild so ein bisschen rausgenommen haben insgesamt, hier wieder so ein bisschen reinmalen. Dass wir wirklich nur den Steg haben, der so ein bisschen betont ist und der Rest ist dann tatsächlich schön weich und abgesoftet. Das gefällt mir gut. Dann die Profilkorrekturen. Chromatische Aberrationen waren schon angewählt hier, Profilkorrekturen. Aber es gibt ein integriertes, angewendetes Objektivprofil, auch gut. Und dann würde ich noch ein bisschen in die Teiltonung reingehen und vielleicht hier, ich muss mal gucken, ob ich die Lichter eher so ein bisschen
Ja, so ein kleines bisschen färbe ich sie noch ein ins Warme. Und die Schatten können wir dafür ein bisschen ins Blaue einfärben. Perfekt. So, schauen wir nochmal ganz kurz einen Vorher-Nachher-Vergleich. Ja, haben wir schon eine ganze Menge gemacht, aber ich mag diesen Look irgendwie extrem. Ich weiß auch nicht. Ich finde ihn sehr schön. Ich würde dann noch die Schwarzwerte ein kleines bisschen weiter runterdrehen, um ein bisschen mehr Kontrast wieder reinzubekommen. So minus 35 sieht doch ganz gut aus. Und den Kontrast insgesamt vielleicht auch noch ein bisschen anheben. Aber so gefällt mir das echt gut. So gefällt mir das echt gut. Ein kleines bisschen Dunst entfernen kann vielleicht noch mit rein. Perfekt. Dann würde ich fast sagen, eine kleine Vignette hier noch. Aber ich bin eigentlich jetzt schon, also wir haben jetzt erst 4,5 Minuten um, aber ich würde sagen, das Bild ist eigentlich soweit schon fertig. Vignette muss nur ganz wenig rein. Weil ich mag es so, muss ich sagen. Also viel mehr würde ich hier gar nicht machen. So sah es vorher aus, so sieht es danach aus. Perfekt. Was wir natürlich noch machen können oder machen müssen, fällt mir gerade noch auf, ist das Bild begradigen. Es kippte so ein bisschen nach rechts weg. Ich glaube, so ist es ein bisschen gerader. Und jetzt sind die 5 Minuten auch um. Und ja, das sieht für mich sehr, sehr gut aus. Sehr schön. Vielen Dank für die Einsendung von diesem Bild. Also nochmal kurz ein Vorher-Nachher-Vergleich. So sah es vorher aus. So sieht es danach aus. Ja klar, es ist ein sehr krasser Look, den ich da draufgelegt habe. Aber mir persönlich gefällt es sehr, sehr gut. Und du kannst natürlich auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie es dir gefällt. So, dann gehen wir mal gleich weiter zum nächsten Bild. Hier haben wir eine komplett andere Stimmung. Hier ist es sehr moodyhaft, das Ganze. Also schön mit Nebel eingedeckt, die New Yorker Skyline. Ich packe wieder 5 Minuten auf die Uhr und sage, los geht's. Und ja, hier muss ich echt mal ein bisschen gucken, wie ich das Ganze bearbeite. Also ich werde auf jeden Fall hier die Schwarztöne ein bisschen weiter nach oben packen. So dieses moodyhafte, das kann man hier schon schön gut zur Geltung bringen. Also starke Kontraste auf jeden Fall. Vielleicht ein kleines bisschen die Tiefen noch aufhellen, die Lichter noch ein kleines bisschen abdunkeln. Den Weißabgleich stelle ich mal auf automatisch und guck mal, was bei rumkommt. Ja, gefällt mir deutlich besser, wenn es nicht ganz so rötlich ist. Vielleicht nehmen wir die Tonung noch ein bisschen raus. Und dann können wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen Klarheit mit dazugeben, um die Mikrokontraste zu stärken. Na, vielleicht nicht ganz so viel. Man muss immer aufpassen, dass man es nicht zu doll macht. Auf jeden Fall gebe ich dem ganzen Bild noch einen Look in der Gradationskurve. Das heißt, ich werde jetzt hier die ganz dunklen Schwarztöne wieder so ein bisschen anheben und dann so eine kleine S-Kurve hier einbauen. So dieser Standard Bearbeitungsworkflow eigentlich, wenn man so ein bisschen moodyhafte Bilder machen will. Das gefällt mir schon soweit ganz gut. Die Farbigkeit gefällt mir noch überhaupt nicht. Da werde ich mal noch ein bisschen gucken, ob man hier noch ein bisschen was machen kann. Die grünen Töne. Ja, ziehe ich mal eher noch so ein bisschen weiter rüber. Ich will es aber auch so ein bisschen entsättigen, das ganze Bild noch. Weil irgendwie habe ich doch ein bisschen zu viel Grün drin. Ich werde mal von der Tonung her doch wieder ein kleines bisschen weiter Richtung Magenta gehen. Gefällt mir deutlich besser. Sättigung insgesamt ein kleines Stück raus. Dynamik dafür können wir ein bisschen reingeben. Ja, so wird es schon eher was. Ich schärfe das ganze Bild erstmal nach. Geben wir dem mal so eine Stärke oder einen Betrag von 85. Auch hier wieder den Radius ein bisschen feiner machen, damit die Schärfe einfach noch ein bisschen feiner wird. Und dann maskiere ich das Ganze mit gedrückter Options- oder Alt-Taste hier wieder aus. Das heißt, überall da, wo jetzt weiße Linien sind, da wird das Bild nachgeschärft. Und überall, wo schwarz ist, da findet dieser Effekt der Schärfe halt nicht statt. Und das ist ja auch genau das, was wir wollen. So, in den Objektivkorrekturen, Profilkorrekturen aktivieren, chromatische Aberration entfernen. Auch hier wieder integriertes Objektivprofil schon angewendet. Okay, dann können wir insgesamt dem Ganzen noch eine kleine Vignette geben. Also minus 10 reicht aus. Und dann will ich jetzt noch mal so ein bisschen gucken, ob wir den Bildausschnitt noch ein bisschen anders hinbekommen. Ich drücke mal die L-Taste. Dann kann ich mich ein bisschen mehr auf den Ausschnitt hier konzentrieren. Jetzt ist so die Frage, hier oben der Himmel, der ist natürlich ja relativ langweilig. Und auch hier drüben, das brauche ich eigentlich nicht so sehr. Da würde ich eher hier irgendwo abschneiden. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Platz zum Atmen lassen hier noch. So. Ja, ist ein bisschen Findungssache jetzt hier. Aber ich glaube, so gefällt mir der Bildausschnitt deutlich besser. Ja, so gefällt es mir besser. Lassen wir mal so. Ich drücke noch zweimal die L-Taste. Jetzt sind wir wieder im normalen Modus drin.
Und jetzt gehen wir mal noch in die HSL-Tabelle rein. Denn ich möchte auf jeden Fall hier die Sättigung der einzelnen Farbwerte noch so ein bisschen rausnehmen. Auch das Grün kann ich noch so ein bisschen raus. Und auch die Luminanzwerte von dem Grün will ich hier noch so ein bisschen heruntersetzen. Die Gelben packen wir dafür mal ein bisschen weiter nach oben. Dann kriege ich hier noch so ein bisschen Kontrast in die Wiese hinten rein. Und bei den Blauwerten, ja, die können wir eigentlich ein bisschen weiter nach oben ziehen. Und ich würde tatsächlich auch die Lichter doch nicht runterregeln, sondern vielleicht sogar ein Stückchen weiter nach oben. Das mag ich eigentlich, wenn es so schön kontrastreich ist. Also wirklich so richtig kontrastreich. Dunst entfernen, vielleicht sogar auch noch ein bisschen negativ machen hier. Weil wir sind ja sowieso in so einer nebligen Situation drin. Struktur kann man dafür ein bisschen dazugeben. Klar, jetzt setze ich auch noch mal ein bisschen weiter runter. Aber so langsam wird das doch. Ich mache mal einen kurzen Vorher-Nachher-Vergleich. Ja. So langsam wird es. Gehen wir mal in die Teiltonung rein. Ich möchte die Schatten noch so ein kleines bisschen bläulich einfärben. Und dann gehe ich auch nochmal in die Gradationskurve rein und auch hier in die einzelnen Farbkanäle. Und ich möchte gerade hier auch unten das Ganze so ein bisschen bläulicher machen. Vielleicht sogar oben auch. Mal gucken. Also ein kleines bisschen bläulicher das Ganze. Ein bisschen grün möchte ich noch mit dazugeben in den dunklen Bildbereichen hier. Ja, dann kriegt das Ganze nämlich noch so einen ganz moodyhaften, schönen Farblook noch. Ah, nicht zu viel grün. Ein ganz bisschen nur. Und rot. Packen wir mal so ein bisschen raus hier noch in den Mitteltönen. Perfekt. Ja, so kann man es fast lassen. Es ist fast ein bisschen viel geworden. Vielleicht setze ich das Ganze noch ein Stückchen weiter zurück. So. Ja, hier gerade die Mitteltöne, die dürfen nicht ganz so doll sein. Wirklich nur ein ganz bisschen. Okay, die 5 Minuten sind auch hier wieder um. Ich mache hier nochmal kurz einen Vorher-Nachher-Vergleich. So sah es vorher aus, so sieht es nach meiner Bearbeitung aus. Ja, ne? Also mir persönlich gefällt es ganz gut, aber du kannst wie gesagt gerne wieder unten in die Kommentare schreiben, wie es dir selber gefällt. Ansonsten auch nochmal ein kurzer Hinweis, ich habe letzte Woche meine Lightroom Preset Toolbox rausgebracht und wenn man möchte, dann kann man sich die natürlich kaufen. Ich kann es dir mal ganz kurz zeigen hier unter den Vorgaben. Das ist meine Preset Toolbox. Wie unterscheidet die sich von normalen Presets? Man kann diese ganzen Presets, die ich hier quasi angelegt habe, miteinander kombinieren und dadurch kann man dann ganz einfach seinen eigenen Bildlook erstellen. Das heißt, man kann hier anfangen mit den Helligkeiten, ich kann Kontrast hinzugeben und so weiter, dann kann ich mir hier verschiedene Looks aussuchen, ich kann dann später noch die Farben genauer einstellen, ich kann Klarheit dazugeben, das Bild schärfen und so weiter und so habe ich innerhalb von einer Minute einen komplett individuellen Bildlook und zwar für jedes Foto, was du so eigentlich hast. Das funktioniert eigentlich mit allen Fotos und das ist der große Vorteil. Also wenn du daran Interesse hast, dann geh einfach mal auf meinen Online-Shop www.stefanschäfer.de. Ja Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls ihr selber daran teilnehmen wollt, an dieser 5-Minuten-RAW-Challenge, dann könnt ihr mir gerne eure RAW-Dateien zuschicken. Wie gesagt, alles Weitere steht dazu unten unter dem Video in der Infobox. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch mal bei Instagram vorbeischaut. Auch das ist hier irgendwo eingeblendet. Und wenn ihr Interesse auch an der Preset-Toolbox habt oder auch an einem Lightroom-Videotraining, dann schaut auf meiner Webseite vorbei. Auch das steht alles hier unten. Und jetzt sage ich hoffentlich bis zum nächsten Mal. Falls du noch nicht getan hast, den Kanal abonnieren und dann verpasst du keine weiteren Videos mehr. Also, mach's gut. Ciao.